Ja, also ich finde es total großartig, dass wir uns hier getroffen haben und Musik machen können zusammen. Weil wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Ländern oder haben Wurzeln in Osteuropa. Und ich bin aus Ungarn und ich bin total glücklich, dass ich die Lieder hier singen darf, weil ich die als Kind schon gesungen habe mit meiner Großmutter. Sötere felé sok a látnivaló, jobb, ha egy férfiakat. Foyer Verde, das ist für mich positives Lebensgefühl, viel Freude. Und gemeinsam mit der Band kreativ diese Musik für die Menschen zu spielen, die in unser Konzert kommen, das ist Heimat. Das ist eine gemeinsame Heimat, die wir uns geschaffen haben. Und es ist auch für mich alte Heimat. Ich bin in Ravensburg aufgewachsen und in einer Musikerfamilie. Und mein Opa war auch Geiger und der kam aus Sudetendeutschland. Und 2010 haben wir zum ersten Mal die Geburtsstadt meines Vaters besucht. Und da ist uns die spontane Idee gekommen, mit unserer Familie da mal ein Konzert zu Ehren vom Opa zu geben, weil der 25 Jahre Konzertmeister dort war. Da hatte ich das Gefühl, da komme ich musikalisch her auch, weil diese Musik, die wir jetzt bei Foyer Verde machen, haben wir ja immer auch schon in der Familie gepflegt. Die Roma-Musik ist etwas Besonderes. Musik allgemein weckt verschiedene Emotionen, Gefühle, verschiedene Gedanken. Roma-Musik ist entweder extrem traurig oder extrem fröhlich. Wenn ich die klassische Musik mit der Roma-Musik vergleiche, Roma-Musik ist schwerer zu spielen. Die Liebe zu der Musik habe ich höchstwahrscheinlich schon von meiner Urgroßmutter geerbt, die in Danzig geboren ist. Meine Mutter auch in Danzig geboren. Die haben mir überliefert, dass sie, wenn sie in Berlin oder Hamburg am Bahnhof ankamen, das Erste, was sie gemacht haben, ist in den Zigeunerkeller gegangen, den es damals noch gab. Damals, als ich 12 oder 13 war, da habe ich bei meinen Eltern im Schrank Schallplatten gefunden. Die hießen damals Musik deutscher Zigeuner. Das war Liebe auf den ersten Horch. Und für mich schließt sich jetzt so der Kreis mit der Band, dass ich die Musik spiele, die ich in der Jugend schon geliebt habe. Als Neckarschwabe, der ich schon seit Geburt bin und seit zahlreichen Generationen nicht gerade prädestiniert für diese Aufgabe. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht viele Gitarristen, die ich kenne, die das überhaupt machen. Für mich war das jetzt einfach eine Herausforderung, auch einen eigenen Stil zu finden, der so ein bisschen zwischen Gitarre, Zimbalon und Schlagzeug eben hin und her reicht. Und ja, das ist eine sehr, sehr
interessante Musik und ich mache es wahnsinnig gerne. Vor ihr werdet!